Hier irgendwo muss dann das Ding sein, was da geht. Was denn? Was überlegst du? Nee, ich guck nur gerade, was hier so ist und wo man so lang gehen könnte. Irgendwo hier muss doch dann das Ding sein. Oder bin ich da schon zu weit? Wo bist du denn? Ich bin da praktisch schon nach rechts abgebogen. Ich sehe dich aber nicht, okay. Du hast doch gerade angefangen, da runter zu bauen, oder? Ja. Warte. Wo ging's denn hoch? Wieder. So, dann hier. Moment, muss ich mir auch noch mal ganz kurz angucken. Ah, da drüben dürfte es sein. Ich hab's. Hast ich glaube, ich hab's. Moment, so. Ups, jetzt habe ich dann Apfel rübergeschmissen, egal. ja. Genau, mit der Axt wollen wir hier Steine kaputt kloppen. So, huch, hey, das ist mein Abenteuer. Warte. Ah, da unten ist eine Druckplatte. Vorsicht, Vorsicht. Verrottetes Fleisch, lecker und Knochen. Ah, okay. Ach so ist das. Man baut die Wolle da oben ab und fällt dann hier runter. Und landet auf dieser Druckplatte. Ja. Warte, Juwi, Vorsicht, ne? Okay, da ist ein bisschen Gold drin. Hier waren 5 Eisen und ein paar Knochen drin. Und da ist auch nochmal Gold und verrottetes Fleisch. Okay. Soll ich da mal rausspringen? Warte. So, jetzt darfst du. Yay! Hab's kaputt gemacht. Upsi. Hey, wir hätten die Kisten noch abbauen können. Ja, cool. Das war unsere erste Pyramide, die wir gesprengt haben. Das war sowieso meine erste Pyramide im Allgemeinen. Ich habe schon mal irgendwann eine gesehen gehabt, aber wie gesagt, wie komme ich denn hier wieder raus? Gar nicht. Du Hilfe? Musst jetzt sterben. Hilfe? War das, hol mich mal ab. Doch, du bist doch eigentlich schon ganz richtig da. Hä? Achso, mich hat das irritiert, dass ich erst runter muss und dann wieder hoch zu müssen. Boing, Gummibären. So, und da drüben ist noch ein Dorf. Das Smaragd habe ich jetzt leider daheim gelassen. Mensch, Juri, du bist so schlecht vorbereitet. Das ist voll, also bitte. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Haben wir eigentlich schon Kakteen daheim? Ich hab 2 eingepackt. Nehm auch mal welche mit. Und hier, wollen wir mit Pferden heimreiten? Geht nicht. Warum? Nicht ohne Sattel. Ach, dann brauchen wir erst einen Sattel. Scheiße. Achso, da ich letztens gefragt worden bin, ob es in unserer Welt schon Pferde gibt. Ja. Echt? Wo gibt's die Pferde? So, es wird Nacht, das heißt. Ist das bereit, mal Pferd? Hey, du sitzt doch auf dem Pferd. Ja, aber es ist halt so, ich zähle ihm das jetzt. So halbwegs zumindest. Wie zählt man das denn? Einfach mit der bloßen Hand draufklicken. Rechts oder links? Ah. Rechts. So, dann kann man die halt zähmen. Ne? Also das, die schmeißen dich jetzt hier erstmal eine ganze Weile ab und mit jedem Mal steigt die Chance, oder mit jedem Aufsteigen steigt die Chance, dass du das Pferd zähmst um 5%. Okay. So, und wenn du es dann gezähmt hast, dann krieg ich das halt die typischen Minecraft-Herzchen über den Kopf. Ne? Und ja. So, das ist bei mir jetzt passiert. Und dann kannst du jetzt einen Sattel raufschmeißen und könntest dann mit dem losreiten. Aber ohne Sattel kannst du eben nicht reiten. Apropos nicht reiten, da kommen Zombies zu dir. Lass uns Zombies töten. So. Hey, du bist ja schon tot. Ja, dann lass uns jetzt erstmal irgendwie weiterziehen. Von wo kamst du denn? Irgendwo aus dem Dorf. So, okay. Erstmal ins Dorf zum Orientieren. Wir müssen zu minus 62,70. Oh, das ist genau meine Richtung. Warte mal, ich blende es mir mal ein. X dann minus 62 und Z70, oder was? Ja, ich folge dir jetzt mal. Ja, die Richtung, in die ich gerade gehe, ist eh falsch. Ich wollte nur Creeper töten. Moment, ich muss eben mal eine Runde phrasen. So. So, minus 62, 70, ja? Ja, also in die Richtung. Wow!
Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit die Dingers eingeblendet haben hier, deswegen. Tarnkappen Creeper. In die Richtung, oder? Ja, das sieht gut aus. Ah, hier. Die Zahlen steigen rasend in die richtige Richtung. Beziehungsweise fallen ab in die richtige Richtung. Gut. Dich verfolgt da ein Spinnchen. Ja, soll doch ruhig hinterherkommen. Ich hab Bogenschützen gefunden, so. Hattest du hier eigentlich jetzt Bücher drin gefunden, oder nicht? Nee, hier war nix. Gar keine? Boah, bitter. Gar keine, null. Da klopfen irgendwo Zombies an. Ach, die klopfen von innen an. Was ist denn da los? Ja, da drin gespawnt wahrscheinlich. Ja, zu dunkel im Haus. Seht ihr, Kinder, und das passiert, wenn ihr eure Häuser nicht richtig ausleuchtet. Ey, sind ihr wirklich überall Schweine? Ja. Gut, dass Juri sich die Koordinaten aufgeschrieben hat, weil ich würde es nicht mehr finden. Ja, aber komm, lass uns doch einfach nochmal ein bisschen so durch die Gegend rennen. Ja. Okay, dann blende ich das nochmal aus. Wald ist eh viel cooler als Wüste. Oh, hier sind Kühe. Wo? Hier bei mir. Ich weiß nicht, ob du mich noch siehst. Ich sehe dich nicht, weil ich blind bin. Das weißt du doch. Ich habe doch immer Probleme, dich zu finden. Wo ist der Juri? Da war ein Creeper. Der hat sich von hinten angeschlossen. Ein Creeper, der sich von hinten angeschlossen hat, genau. Ja, das machen Creeper gern. Die kommen so, leider sehe ich dein Namensschildchen gerade nirgends. Da hinten bist du, ich sehe dich. Okay. Ah, da. Lass mal hier lang gehen. Warte mal, da ist ein Skelett. Da unten ist Eisen. Ja, Eisen haben wir genug jetzt. Ich habe davon 3 Stacks oder 2 Stacks mitgebracht. Okay. Ey. Scheiß Zombie. Psst, andere Richtung. Ja. Ich muss aber gerade hier Zombies töten. Zombies töten hat Priorität. Komm, wir gehen mal darüber ins Swampland und so. Sümpfe. Oh, scheiße, Sümpfe. Mann. Oh, da ist ja noch Leder. Ja, mal gucken, was ist jetzt alles noch so. Weißt du, Sümpfe sind ja genau deine Richtung, ne? Wieso? Ich erinnere mich da an ein Haus im Sumpf. Ja, ich habe mich drüber geärgert, ziemlich sogar. Weil das Wasser war immer grün in dem alten Texture-Pack. Und wenn man sich dachte, von wegen, ich baue mir jetzt mal hier einen Pool irgendwie so hin. Grün. Grünes Wasser. Mal ernsthaft, wegen gerne im grünen Wasser baden. Ich? Okay, außer Bades. Das ist ein mega Blob. Blob. Die sehen so lustig aus hier in dem Texture. Back, wow. Das sind, also diese blauen Viecher, das sind Slimes aus Dragon Quest. Ah, okay. Das weiß ich zum Beispiel nicht. An die die Dinger angelehnt sind. Doch, das kann ich dir sagen. Da kenne ich mich aus. Das ist meine Spielrichtung. Füße, Füße. Oh, Leute, warum hat er sich weggeportet? Enderperle. Yay. Der hat sich nicht weggeportet, der ist tot. Wo ist das Balas dann schon wieder hin? Ich hab hier so einen Schleim getötet. Ach, da hinten. Moin. Es geht. Hast du gerade einen Enderman an den Füßen gekitzelt? Ja. Und hat er gelacht? Ja, kurzzeitig mal. Du meinst, er hat sich praktisch tot gelacht? Quasi. Entschuldigen Sie bitte, ist hier irgendwo ein Hexenhaus? Ich habe auch noch nie so eine Hexe live gesehen. Nicht? Die habe ich wiederum mal gesehen, aber ich habe ja auch nicht umsonst im Sumpf gebaut. Ja. Du warst ja hier, sag mal, Hänsel und Gretel. Vampire Hunter, ach nee, Moment, das war ein Witch Hunter. Vampire und Diaries. Vampire Hunter war ja hier Abraham Lincoln. Stimmt. Boah, da sind gerade 3 Endermans gespawnt. Endermans? Endermänner? Ich weiß es nicht. Endermänner! Ich bin der Enderman! Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin hier irgendwo in der Gegend unterwegs, ein toter Gegner. Wie sich's für jemanden mit meinen Qualitäten natürlich gehört. Aber wo? Ach, da hinten. Oh. Ich werde gerade voll verkloppt. Ich kriege hier gerade voll aufs Maul. Ja, ich keine HP hatte. Oh. Du fick Mini-Zombie. Boah, halbes Herz, halbes Herz. Heilen, heilen, heilen. Ich hab dir da mal kurz geholfen, ne? Essen, ja, sehr gut.
Essen. Ich brauche Regeneration. Ich habe immer noch ein halbes Herz, ein Herz. Okay. Es wird besser. Anderthalb Herzen. Ja, ich Yubi, verteidige mich. Dein Brustpanzer ist kaputt. Was? Scheiße. Wie lange noch bis Sonnenaufgang? Wir nähern uns dem Sonnenaufgang. Noch ein bisschen überleben. Yubi, wir schaffen das. Klar. Ist der Survival-Mode hier? Yes. Wenn es Survival wäre, wäre ich jetzt schon dauerhaft tot, oder? Ich weiß nicht, geht das im Multiplayer überhaupt Survival? Weiß ich nicht. So, lass uns mal weiterziehen. Jo. Wohin? Ja, trotz alledem wäre Leder oder so noch ganz cool. Ja, jetzt hoch da. Meinst du ernsthaft, dass wir Leder finden? Hallo? Na, drei habe ich immerhin schon mal mitgenommen. Also, das ist ja schon mal ein bisschen was. Ich habe irgendeinen Pfeiler, sehr gut. So. So, klettern wir hier mal kurz den kleinen Hügel rauf. Und was finde ich? Kühe. Yay! Ey, das ist doch unfair. Bei mir sind da keine Kühe. Bei mir sind das Schweine. Oh, Hitler schießt mich an. Was, wer? Der Sniper da sah gerade aus wie Hitler. Oh. Wir haben also eine... Oh, ich sehe Kühe. Kühe! Alter, unglaublich. Es gibt doch noch Kühe in unserer Welt. Die sind noch nicht komplett ausgestorben. Noch nicht, haha. One-Hit. Kühe one-hitten. Da versteckt sich noch eine vor dir hier im Baum. Ja, mach du die. Ich kümmere mich um die anderen. Das ist so geil, wie die da nur rausguckt. Das ist eine Ninja-Kuh, die hat sich im Baum versteckt. Das ist ein Taurenschurke. Finde ich ja unfair, dass es keine Taurenschurken gab. Ja, das, wobei ich wollte sagen, das wäre unlogisch, aber es gab ja auch Tauren-Paladine und Priester. Ja. Tauren-Priester, nachdem die eingeführt wurden, waren übrigens die ersten Tauren, die, sag mal, die schwere Sachen als Stoff, leichtere Sachen als Leder tragen konnten. So. Die schwere Sachen als Stoff, das wäre irgendwie. Das wäre irgendwie unlogisch. Ja. Hier sind noch mehr Kühe. Sehr gut. So kriegen wir auch unser Leder zusammen. Das finde ich schön. Abenteuer. Wie viel hast du gerade? 7. Okay, ich habe schon mal 13. Das ist schon mal ganz geil. Haben wir schon mal 20 zusammen. Das sind schon 20 Bücher, ja. Wir müssen nur schauen, ob wir das Gewächshaus lassen können oder ob wir das in Sand umsetzen müssen, den Boden. Oh, ich glaube, es wurde mit irgendeinem Patch wurde es ja jetzt geändert, dass hier, sag mal, Zuckerrohr nur auf Sand wachsen kann. Ja, stimmt, da müssen wir echt mal reingucken nachher. Also es steht noch da, das weiß ich, das habe ich vorhin gesehen, aber wenn man eins abbaut, auch eins von den oberen zerfallen, die, also sind die immer sehr, komplett zerfallen. Ja. Aber hier haben wir einen Trainingsbusch. Ja, nimm mal mit. So, schauen wir mal. Ich hau jetzt das obere kaputt. Das untere stand noch. Seltsam, nimm mal mit. Einfach, auch davon können wir ruhig was gebrauchen. Obwohl wir da ja eigentlich auch eine schöne Plantage haben. Ja, ja, klar, aber umso mehr, umso besser. Jo. Denn wir leben ja nach dem Motto, viel hilft viel. Genau, das ist ja auch eine schöne Gegend. Ich glaube, ich habe da hinten gerade Kühe gesehen. Wo hinten? Definiere hinten. Guck mal, hier am Strand. Das ist auch ganz, ganz hübsch hier, definitiv. Das ist vor allen Dingen mal ein schöner Meer. Ja, da könnte man sich schön ein Strandhaus bauen oder sowas. Aber gut, ich weiß nicht, wo wir genau sind, wie weit das weg ist. Guck mal kurz auf die Koordinaten. 166, 966. 166. Oh Gott, viel zu weit weg. Eben. Also sehen wir wenigstens mal was von der Welt. Ja, und so können wir uns auch sicher sein, dass wir wenigstens noch zurückfinden mit den Koordinaten halt im Petto. Ja. Ich ist viel wert. Leder? Boah, geil, wie krass ist das denn bitte? Was denn? Hier guck mal, mit dem Sand und dem See und da hinten. Ja, hier mit der Bucht da drin, das ist super geil. Das gefällt mir hier. Also von der Gegend her muss ich sagen, finde ich es hier auch echt schön. Also, da kann man echt nichts sagen. Da vorne, ich sehe Opfer, ich meine. Laufendes Leder. Oh, meine Chance laden langsam. Das hatte ich auch gerade, aber jetzt geht's gerade wieder. Das Kills them all. Ich will dein Fleisch.
Gib mir Fleisch, nom. In die lebenden Kühe reinbeißen. Ne? Da versteckt sich schon wieder eine auf dem Baum. Aber ich habe sie gefunden. Okay. Siehst du, das sind die Ninja-Kühe, ne? Ja. Das glaubt man gar nicht, wie durchtrieben die Viecher sind und sich vor uns verstecken wollen. Aber nicht mit uns, so. Ich spähe mal kurz, ob ich hier irgendwo in dem sehr dichten Wald, Alter, der Wald ist wirklich ganz schön dicht, noch irgendwo Kühe finde. Aber. Ja, während du spähst, töte ich mal welche. Ich meine natürlich, Wo bist du denn? Werde ich sie artgerecht schlachten. Hast du Octopine eigentlich auch drauf? Ja. Ich finde das Zeug ja ziemlich cool. Ja, aber es ist halt so noch eine Sache. Also mit anständigen Schädeln und so ist das, wär's dann nochmal eine Nummer cooler. Ja, aber ich finde das Zoom alleine schon cool genug. Über was zoomt man denn eigentlich? Steuerung. Ah, okay. Siehst du? Habe ich mich gar nicht mit befasst. Ist einfach draufgehauen. Wo steckst du eigentlich gerade? Im Wald. Okay, ich bin so ein bisschen bei dem großen Berg da. Ach, großer Berg. An der Seite, der ist eigentlich ziemlich gut zu sehen, wenn du ein bisschen höher stehst. Nicht von da, wo ich bin.